Oh. Habt ihr das gesehen? Scheint so, als würde Kaelin zu sich kommen. Leute, Kaelin kommt zu sich. Kaelin, bist du in Ordnung? Sieht so aus, als hättest du dich wieder halbwegs erholt. Ich bin ja so erleichtert. Leute, wo sind wir hier? Getragen, damit wir frisches Wasser für dich haben. Wir haben dich abwechselnd verarztet und gepflegt. Du schienst nämlich ziemliche Schmerzen zu haben. Und du hast so lange geschlafen, dass wir uns bereits echte Sorgen gemacht haben. Ein Glück, dass du endlich wieder bei Bewusstsein bist. Ich war krank vor Sorge um dich. Was, wenn du nicht aufgewacht wärst und entschwebt wärst wie die anderen? Ich hatte Angst, du könntest zu einem der Lichter am Himmel werden. Ach so, Kirum hat mich angegriffen. Sieht aus, als wäre ich gerettet worden. Und offensichtlich verdanke ich das allen hier, die mich gepflegt haben. Freunde, ich danke euch. Meine Erinnerungen sind zwar ziemlich verschwommen, aber ich kann mich daran erinnern, was Kirum gesagt hat. Keanu hat recht. Hätten mir nicht alle anderen geholfen, wär's das wohl gewesen. Ich wäre zu einem der Lichter am Himmel geworden und verschwunden. Ich war völlig geschockt. Ich alleine konnte überhaupt nichts für dich tun. Aber zum Glück sind dann alle gekommen. Ach ja, das hatte ich vergessen zu fragen. Wie habt ihr uns eigentlich gefunden? Ich kann mir das nämlich gar nicht erklären. Das kann ich mir vorstellen. Es ist doch ziemlich unglaublich. Nachdem ihr beiden einfach nicht zurück nach Hause kamt, waren wir in Sorge und beschlossen, euch suchen zu gehen. Wir wollten uns gerade zum Berg Genovea aufmachen, als wir eine Stimme hörten. Eine Stimme? Ja. Geh zur Glutwüste, sprach sie. Sie sprach einfach aus dem Nichts zu uns. Und nicht nur einer von uns hörte sie, nein, wir alle konnten sie hören. Also berieten wir uns kurz. Wir beschlossen, der Stimme zu glauben und in Richtung Wüste aufzubrechen. Dort angekommen, teilten wir uns in mehrere Gruppen auf. Dummiesel und ich suchten zu zweit nach euch. Und nach einer Weile, dann war da dieses funkelnde Licht, das uns in eine bestimmte Richtung zu leiten schien. Wir folgten also dem Licht und sahen schließlich dich, Keanu. Das war vielleicht eine Überraschung. Es sah aus wie mehrere regenbogenfarbene Lichtpartikel. Es war wirklich wunderschön. Funkelndes, regenbogenfarbenes Licht? Kaelin, klingt das nicht wie... Als Kyurem den gefrorenen Triggefalu zerschmetterte, explodierte dieser in regenbogenfarbene Funken und verschwand. Vielleicht war es ja Triggefalu, der alle zu uns geführt hat. Vielleicht war es die Stimme des Lebens. Du hast gesagt, die Stimme des Lebens sei die Stimme allen Lebens in der Natur, oder? Falls es also diese Macht war, die uns hergeführt hat, würde das ja heißen, dass selbst nachdem mit Trigefalo ihre physische Form zerstört wurde, die Stimme des Lebens immer noch will, dass wir diese Welt retten. Das kann gut sein. Wenn wir bedenken, was Kyurem zu Keanu gesagt hat, dann ist es der Egoismus aller Pokémon in dieser Welt, der die Welt so erkalten lässt, oder? Auch Triggefalo hat gesagt, dass es die kollektive negative Energie aller war, die den Kältekern hervorgebracht hat. Dann wird das wohl auch so sein. Und wenn das stimmt, dann ändert sich wahrscheinlich auch dann nichts, wenn wir den Kältekern zerstören, oder?
So wie die Welt momentan ist, hören die Streitereien unter den Pokémon nicht auf. Die Zukunft ist finster und keiner macht sich große Hoffnungen. Solange diese negativen Empfindungen die Welt beherrschen, würde der Kältekern doch sofort wiedergeboren, nachdem er zerstört wurde, oder? Wenn Kyurem sagt, dass die Zukunft unabänderlich ist, dann verstehe ich das. Was sagst du denn da, Nachtara? Willst du damit etwa sagen, es sei dir egal, wenn die Welt untergehen würde? Natürlich nicht. Ich sage nur, dass ich Kyurem verstehe, denn schließlich können wir nichts tun. Wie kannst du das nur sagen? Du redest, als würde dich das alles nichts angehen. Dann lass mich dir eine Frage stellen, Emolga. Hast du wirklich noch nie in dieselbe Richtung gedacht? Hast du noch nie das Gefühl gehabt, dass es keine Hoffnung mehr für diese Welt gibt? Dass es vielleicht besser wäre, noch einmal ganz von vorne anzufangen? Selbst du musst das doch schon mal gedacht haben, oder nicht? Was? Es stimmt. Wenn wirklich die Hartherzigkeit der Pokémon diese Welt erkalten lässt, dann lässt sich das Ende der Welt vielleicht tatsächlich nicht abwenden. Psyana? Ich will nicht einfach so aufgeben. Ich will nicht aufgeben. Aber es ist wahr, dass diese Welt trostlos ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie man die Welt ändern oder was ich dazu beitragen könnte, muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich keine Antwort darauf habe. Es könnte durchaus sein, dass wir nichts mehr für diese Welt tun können. Wenn das stimmt, dann möchte ich am liebsten gar nicht darüber nachdenken. Vielleicht gibt es wirklich keinen anderen Ausweg als einen Neustart. Viridium, jetzt du auch noch? Ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr nur so etwas sagen? Kiano, wie siehst du das Ganze? Etwa genauso wie sie? Ich. Als ich sah, wie Kyurem Kaelin Schmerzen zugefügt hat, da bekam ich schreckliche Angst. Angst? Kyurem hat uns gewarnt. Sollte Kaelin nach wie vor versuchen, die Welt zu retten, dann würde er in Bezug auf Kaelin keine Gnade mehr kennen. Ich will nie wieder mit ansehen müssen, wie Kaelin verletzt wird. Ich bekam Angst, ganz furchtbare Angst. Kiano. Aber, Kaelin, es tut mir leid. Ich will nie wieder mit ansehen müssen, wie du verletzt wirst. Aber vor allem kann ich das Ganze nicht einfach so akzeptieren. Ich kann diese dunkle und kalte Welt nicht ausstehen. Ich habe das Paradies errichtet, weil ich Freunde finden wollte. Freunde, denen ich vertrauen kann und die mir vertrauen. Und dann seid ihr alle meine Freunde geworden. Die Welt mag voller Pokémon sein, die sich gegenseitig betrügen, aber ich weiß wenigstens, dass ich mich auf euch alle verlassen kann. Dennoch, jetzt, da wir einer gemeinsamen Zukunft entgegensehen sollten, soll ich euch aufgrund der allgemeinen Weltuntergangsstimmung wieder verlieren? Das kann ich nicht akzeptieren. Kiano, wie steht es mit dir, Viridium? Ich weiß, dass du den Glauben an die Welt verloren hast, als du Keldeos Brief bekamst. Aber wie sieht es jetzt damit aus? Hast du immer noch vergessen, wie es ist, anderen zu vertrauen? Und ihr, Nachtara und Psyana, wie findet ihr es, Teil unseres Teams zu sein? Dummise, Emolga, was ist mit euch? Ich weiß, dass ihr mir hier alle sehr wichtig seid. Ihr seid mir das Wichtigste auf der Welt. Sich gegenseitig zu vertrauen und sich gegenseitig zu helfen. Gemeinsam sind wir stark genug, um selbst das kälteste Herz zu erwärmen. Das habe ich von Kaelin gelernt. Das habe ich von euch allen gelernt. Ich kann auf keinen Fall zulassen, euch zu verlieren.
Keanu. Keanu. Und auch du, Emolga. Es tut mir leid. Ihr habt absolut recht. Nach Tara. Ganz egal, wie es beim Rest der Welt aussieht. Wir vertrauen einander. Ich hätte das beinahe vergessen. Und es ist ja auch wirklich nicht so, dass wir ganz allein sind. Es muss da draußen noch andere Pokémon geben, die einander vertrauen. Nicht alle Pokémon auf der Welt können sich ständig nur streiten. Nach Tara. Könnten wir dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit doch nur auf die anderen Pokémon übertragen? Wenn dieses Untergangsszenario durch die negative Einstellung der einzelnen Pokémon entstanden ist, müssen sie nur ihre Denkweise ändern. Und wenn das Vertrauen ineinander erst wieder gestärkt ist, dann gelingt es uns vielleicht auch, die Welt zu verbessern. Psyana? Stimmt. Bis vor kurzem hatte ich noch allen Glauben an die Welt verloren. Doch sogar mir ist es gelungen, meine Einstellung zu ändern. Ich wüsste keinen Grund, warum andere Pokémon das nicht auch können sollten. Zuversichtlich in die Zukunft blicken und die Hoffnung nicht aufgeben, das sollte unser Motto sein. Viridium. Ich lasse mich auch nie wieder entmutigen. Genau! Wie könnte ich jetzt aufgeben? Dummiese, Emolga, ich danke euch allen. Ihr seid einfach die Besten. Piano, kehren wir nach Raststadt zurück. Wir versammeln alle auf dem Stadtplatz und berichten ihnen von der Bedrohung. Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, werden sie es einsehen und mithelfen. Genau, machen wir das. Zu erwarten, dass alle genauso empfinden wie wir, ist bestimmt zu viel verlangt. Aber vielleicht ändern sich ja doch ein paar Pokémon, wenn sie die Wahrheit kennen. Kaelin, ich will diese Welt retten. Aber keiner von uns kann sich dem Kältekern nähern. Wenn wir den Kältekern zerstören wollen, Kaelin, dann brauchen wir deine Stärke, die Stärke eines Menschen. Aber vielleicht musst du dann wieder gegen Kyurem kämpfen. Wirst du dennoch an unserer Seite kämpfen? Selbstverständlich. Ich wurde von Trigefalo in diese Welt gebracht, um sie zu retten. Und wenn ich nicht kämpfe, dann sind alle verloren. Ich habe also keine andere Wahl. Danke, Kaelin. Ich bitte dich nur ungern darum. Nach allem, was dir widerfahren ist. Aber wir können uns auf niemand anderen verlassen als auf dich, Kaelin. Kaelin, vielen Dank. Du bist einfach der Wahnsinn, Kaelin. Da musstest du so viel einstecken und wirst dennoch mit uns kämpfen. So viel Einsatz und Entschlossenheit. Du bist eine Inspiration für mich. Es bedarf großen Mutes, Kyurem noch einmal gegenüberzutreten. Ich danke dir dafür, Kaelin. Ich werde dich zusammen mit Nachtara nach Leibeskräften unterstützen. Ich werde dich beschützen, Kaelin. Komme, was wolle. Also konzentriere dich ganz auf den Kampf. Freunde. Super. Dann lasst uns zurück zum Paradies gehen. Kyurem hat gesagt, die Zerstörung der Welt sei nicht mehr fern. Also müssen wir ganz schnell zurück nach Raststadt und allen die Wahrheit erzählen. Wenn wir es schaffen, zusammenzufinden, können wir für unsere Zukunft kämpfen. Noch ist es nicht zu spät. Wir können nochmal von vorne anfangen. Deswegen müssen wir unser Bestes geben und durchhalten. Ja! So ist es. Wir sind noch nicht am Ende. Die Pokémon können sich ändern. Daran glaube ich ganz fest.